Hallo und herzlich willkommen zu Quister Let's Play 334. Ich habe hier 6 Spiele offen und 3 Herausforderungen. Ich fange an mit der Herausforderung von Goetu. Macht und Geld. Was produziert das Unternehmen Little Tykes? Welcher der folgenden Begriffe ist der Name einer Zigarettenmarke? Welcher Automobilkonzern produzierte die Isetta? Jetzt kommt Too Fast For You 501. Ich nehme die 2000er. Wann veröffentlichte Apple erstmals dieses Produkt? Der Mars Rover Curiosity landete am 5. August 2012 auf der Oberfläche des Mars. Wie viel wiegt das Fahrzeug? Das Logo welchen Ereignisses gab es 2018 in 12 Versionen? Car rentals, flights and stays. Including the most Nun kommt Herr Rippchen. TV-Serien. Wen spielt Travis Fimmel in der Fernsehserie Vikings 2013? Wie heißt der Schöpfer der TV-Serie Beavis oder Bevis and Butthead? Ende der 70er Jahre erschien eine Serie über Sklavenhaltung in Amerika. Es wird die Geschichte einer Generation erzählt. Welche Serie ist gemeint? So, nun kommt Kerze Bär dran. Draußen im Grünen. Katzen vermittelt mit ihrem Schwanz Gefühle. Wofür gebrauchen sie ihn noch? Wie lautet der lateinische Name für den europäischen Biber? Was ist keine Variante der Hunderasse Dachshund? Essen und Trinken. Welche Käsemarke wird seit 1952 in kleinen, runden Laiben mit Wachsüberzug verkauft? Mit dem Geschmacksprofil welcher Soße lässt sich die italienische Agrodolce am ehesten vergleichen? Etybrüté. Die Currywurst wurde vom Thron gestoßen und ist 2021 nicht mehr Kantinenessen Nummer 1 in Deutschland. Von welchem Gericht wurde sie überholt? Tatma wird der Nächste sein. Wer gründete den Franziskanerorden und war außerdem Mitbegründer der Klarissen? Welcher Religionsgemeinschaft gehören die meisten Österreicher an? Wie lautet der islamische Begriff für die Summe der zu befolgenden
wegweisenden und nachahmenswerten Taten des Propheten Mohammed. So, nun kommt Fipsi 1874. Welcher Handwerker arbeitet mit einem Schiffchen? Wie wird ein Programm- oder Softwarefehler genannt? Wer erfand den ersten Haarföhn? So, Körper und Geist nehme ich jetzt. Proktologie ist die Lehre wovon? Welches der folgenden ist ein Stresshormon, dessen lange Wirkdauer zu erhöhter Ablagerung von Fett führt? Wie heißt die umstrittene Wanderausstellung, in welcher der deutsche Anatom Gunther von Hagens plastinierte Leichenteile zeigt? So, jetzt Fusilini 3 mit im Labor. Wer gilt als Vater der klassischen Mechanik? Welche Temperaturskala wird in den USA hauptsächlich verwendet? Was misst man mit der Richterskala? Wunder der Technik. Welche Art von Brücke wird hier errichtet? In welchem Jahr hatte das Space Shuttle Challenger seinen ersten Flug? Welches war die bislang letzte bemannte Mondmission der NASA? Dann nehmen wir jetzt B.Ennet-. Durch welche zwei deutschen Bundesländer fließt die Donau rund um die Welt? Wie heißt das Meer, das an der kroatischen Küste liegt? Wo befindet sich die Bay of Plenty? Jetzt noch die zwei letzten Spiele gegen UWVW. Körper und Geist, wie heißt dieser Yoga-Sitz? Wie heißen die Sexualhormone, die für die männlichen Eigenschaften verantwortlich sind? Die Infektion mit welcher Art von Viren gilt als hoher Risikofaktor für eine Gebärmutterhalskrebserkrankung? So, ich suche mir jetzt noch was aus, und zwar nehme ich die 2000er. Report Mainz deckte Ende 2012 einen Fall auf, bei dem ein ehemaliger Reifenhändler
seit 2006 zu Unrecht in der Psychiatrie saß. Wie hieß der Mann? Wer war von 2000 bis 2005 Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages? Biene Maier wird 100 Jahre alt und Facebook geht an die Börse. Um welches Jahr geht es? So, und das war's jetzt, wie ihr seht, für Quiztuell Let's Play 334. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis später. Ich werde vielleicht noch ein Video drehen und hochladen, aber erst gegen später. Also, bis dann.